Hallo, wie ihr wisst, ist Bewegung für unseren Körper gut. Und deswegen wollte ich euch zu einer neuen Challenge einladen. Machen Sie mit und bleiben Sie bei uns. Ja, es ist so schön bei uns. Deshalb möchten wir euch mitnehmen auf eine kleine Reise, und zwar auf unseren Füßen. So 10.000 Schritte sollte man machen pro Tag im Durchschnitt. Das beruht tatsächlich auf einem kleinen Marketing-Gag. So circa vor 50 Jahren hat ein japanisches Unternehmen einer der ersten Schrittzähler entworfen, und sie haben ihn Manpokai genannt, was auf Deutsch so viel heißt wie 10.000 Schritte. Daraus hat jetzt zum Beispiel auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, abgeleitet, okay, 10.000 Schritte sind gut. Tatsächlich ist das ein guter Gradmesser. Wir wissen mittlerweile, ja, so 7.000, 8.000 Schritte, vielleicht sogar besser 10.000, tragen zu einer guten Gesundheit bei. Ja, deshalb lasst euch mitnehmen auf eine Wochenchallenge. Und zwar wollen wir gemeinsam alle zusammen, natürlich aber jeder für sich, 70.000 Schritte machen. Das entspricht 10.000 Schritten am Tag. Schnappt euch eure Schuhe, am besten jeden Tag. Geht raus, genießt die Natur, bewegt euch. Es ist das einfachste Mittel, um sich in Bewegung und damit gesund zu halten. Wir wünschen euch viel Spaß am Ende der Challenge, am Ende der Woche. Schickt uns gern mal eure Daten zu von eurer Uhr oder von eurem Telefon. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Viel Spaß dabei!